Und direkt sind wir auch wieder unten. Habe ich ein bisschen auch was getan. Schnelle Anmoderation geht ja hier. Ratzfatz. Muss auch direkt weitergehen, weil wir müssen noch in die Hölle gehen. Wir brauchen da mehr von dem Glowstone. Wir brauchen mehr Knochen. Weil hier habe ich gerade nur ein paar Lampen eingesetzt, wie ihr seht. Ganz schnell durchgehuscht. Das machen wir jetzt auch ganz fixe. Uhr läuft. Teilweise alles aufgeladen, ne? Ja, Jetpack etc. aufgeladen. Das wollte ich nämlich eben noch machen. So als Zwischenstieg eben. Das machen wir auf jeden Fall. Ich habe mir schon mal das Programm angeguckt. Ich mache das mit Bundle Cabled. Dafür Bundle Cabled, genau. Da sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Ich brauche nämlich noch Redstone Wire. Und das ist eine Mischung von 1 zu 4. So, und dann brauche ich noch ein Kohle irgendwie. Holzkohle. So. Zack. Kohle um rein. Dass sie das nicht so reinwirft, ne? Das verwundert mich. Ja, mach mal das schon mal. Weil die werden wir auf jeden Fall brauchen, denn ich werde von wo aus werde ich den denn steuern? Ich glaube vom Computerraum da hinten aus. Dass ich die komplette Zentrale da hinten habe und die Kabel dann runterführen werde. So, habe ich dann Rüstung mit? Ja, sie geht noch. Ein Schwert habe ich mit, vorsichtshalber. Da können die Kettensäge nämlich weg. Ja. Ich lasse mal, falls ich darauf stütze, das hier, das hier, das hier. Slap Pack, die Schaufel nehme ich vorsichtshalber mit. Ja, was anderes kann ich gerade auch nicht tun. So, oh. Da vorne sehe ich was. Denn in der Nacht ist das so bei den Schmetterlingen, sie sind da nicht so ganz so ganz hyperaktiv, sag ich mal so. Man kann sie dann einfacher fangen. Wenn mir zum Beispiel hier so ist, dann geht das einen Tacken schneller. Warte ich also meist auch sowieso immer nachts, damit ich die einsammeln kann. Ne, wird da was? Das machen wir gleich. Merke, hier vorne in der Kiste. Alles drinne. So. Und dann würde ich sagen, Monster an. Machen wir auf einfach schön. Und gehen erstmal in die Hölle. Lülülül. Ich habe nebenbei noch in den Öfen ein bisschen Glas gebrannt, denn ich brauche auch von diesen Panels wieder massig welche. Allein für Computer, allein für die ganzen Sachen brauche ich das noch. Oh, die Welt wird heruntergeladen. Kaum kommst du hier an, hab ich schon wieder so Gas gefangen hier. Halt deinen Mund. So. So, diese Fragezeichen, wenn ihr euch die fragt, das sind glaube ich die Imps. Da sind sie. Die Schweinchen hier. Und das Material müssen wir für später abbauen. Dafür brauchen wir aber erst Stahl. Stahl wissen wir aber, wo wir das herkriegen. Das ist kein Problem. Boah, die ist ja auch fast fertig hier. Ja, also die hat noch was zu tun, sehen wir. Deswegen ist das auch am Laden immer ständig. Aber wie wir sehen können, ist es ganz gut hier. Hoffentlich ist da kein Zombie-Pack mehr hier drin, aber ich glaube ja weniger. Laufen tut's auf jeden Fall noch. Ja. Die ist auch fast voll. Da können wir sagen, erhöhen wir noch mal ein. Dann können jetzt auch zum Beispiel noch eine zweite dranhängen, wie ich halt lustig bin und die ziehen mal halt die ganzen Lava hier raus und das finde ich eigentlich ganz geil. Aber ich brauche Glowstone, deswegen bin ich hier. Na, ihr Zombie-Pigmänner. So. So. Naja, da muss ich nämlich aufpassen, weil das leckt jetzt etwas mehr als sonst. Das liegt nur an der Pumpe. Habe ich nämlich nachgeschaut, warum es wohl mickrig lecken könnte. Ich habe Mods eingegeben. Oh, macht das Schaden hier? Jo. Egal, ich habe ja genug zu essen mit, sozusagen. Wenn wir da draußen sind, mache ich auf jeden Fall die Monster aus. Der Grund ist, ich will erstmal die ganze Beleuchtung bei mir im Haus haben. Und halt ein bisschen schon mal was vorgebaut haben. Wir können ja immer noch auf Monsterjagd gehen. Das ist ja immer kein Problem. Hier sowieso bald eine haben wegen den ganzen Spawnern, die ich jetzt da unten noch reinsetzen werde, dann.
Es kommt ja alles nach und nach. Muss ja aufpassen, dass ich auch noch genug Strom habe. Mal einmal hier tauschen. Laufen, wenn ich jetzt hier so runterfallen würde, ich würde mir natürlich was brechen. Ich glaube, werde sogar auch sterben. Aber ich würde nicht in der Lava fallen. Das ist immer gut. Nicht in den Lava reinfallen. Bau dich ab hier. Na. Hallo Spinne. Burn, burn, burn. Burn, Spinne. Also ich weiß, dass es in einer anderen Version, zum Beispiel Hexit, dass aus den großen Spinnen, ruckel doch nicht so, drei kleine Spinnen kommen. Das wundert mich gerade hier. Ist natürlich aber auch nicht mein Problem. Machen die Rangen hier Schaden? Das Efeu? Nö. Sieht aber schon geil aus hier mit dem Efeu. So, jetzt weiß ich gar nicht. Kann ich das denn auf der Karte auch sehen? Zumindest irgendwo ein Gebiet haben, wo ich mir Knochenmehl holen kann. Beziehungsweise Knochenfragmente hier. Genug habe ich noch Asche geklaut. Genau. Ah, die brauche ich extra nicht mehr nehmen. Wither Skelett. Guten Tag. Asche gedroppt. Genau, Knochen ist auch gut. Muss ich mir mal irgendwo einen Punkt setzen, wo ich das herbekommen könnte. Habe ich denn die Schaufel mit? Yep. Auf jeden Fall mitnehmen. So, das wird erst gleich die letzte Folge sein. Da muss ich mich nämlich beeilen. Nach oben, weil wir haben es jetzt 6:30. Ich habe jetzt sozusagen um, ich glaube um 5 Uhr angefangen zu spielen. Weiß ich gar nicht ganz genau. Um 5 Uhr, 5:30. Und dann musst du natürlich berechnen. Ich habe noch ein bisschen vorbereitet, alles etc. Ein bisschen nachgeschaut. Einen Moment gedauert. Folgen schon mal beschriftet oder sowas. Wo ich halt alles für Zeit habe, dann. Aber ich habe natürlich da nicht Zeit, hier dann den ganzen Tag hier rumzusitzen. Und hier alles sofort zu produzieren. So. Wo wir haben es ja schon dann. Was haben wir? Ich glaube den. Soll ich mal lügen? Den 13. Freitag, den 13. Ja. Dann wisst ihr, wann die Folge rauskommt. Und ich habe am Freitag den 13. aufgenommen. Schrecklich, heute wird irgendwas passieren. Ja, sind ein paar Tage her, ne? Aber vorproduzieren, weil ich bin noch am Überlegen, was ich alles noch so aufnehme. Ich habe wieder ein paar Spiele in Sicht, aber da muss ich erst wieder die CD für bekommen. Für das Spiel oder noch irgendwo finden, ob das Spiel noch existiert, weil ich will noch ein bisschen auf Retro gehen. Das heißt, ältere Spiele so wieder in ja, ein paar Jahre zurück. Das gefällt mir auf jeden Fall. Weil ich habe ja am Sparks und wie gesagt, das hatte ich ja schon mal gesagt, Sparks am Laufen, das bekloppten Projekt. Dann habe ich ja das hier noch am Laufen, das heißt, es ist auf jeden Fall eine andere Sache. Dann gab es ja jetzt nebenbei noch Tutorial-Videos, die natürlich auch gut angekommen sind, was ich sehr interessant fand. Das heißt, ich werde vielleicht diese Reihe noch durchziehen, ein bisschen dem Mods so vorstellen, was allgemein mit Mods zu tun ist. Das kommt alles, wie gesagt, nach und nach, wenn ich da Zeit zu finde. Also das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt täglich Tutorials machen kann oder wöchentlich, das kann ich nicht ankündigen. Das hängt bei mir sozusagen von ab, wie ich die Zeit dafür finde. Jetzt habe ich keine Energie mehr hier. Aber jetzt. Weil ich wollte noch ein paar. Boah, hau ab. Dich nicht schlagen hier. Ich habe da keine Lust drauf. So, den machen wir jetzt auch noch platt. Dann sollte, glaube ich, das reichen. Ja. Das wird schon reichen dann. Dann wollen wir nämlich ein bisschen wieder in der Höhle ein bisschen Knochen einsammeln. Weil es gerade die einfache Möglichkeit daran, an Knochen ranzukommen. Denn ich brauche das nämlich für die Lampen einerseits, einmal für die Bäume dann auch noch. Und dann kann ich sozusagen halt erstmal meine Ruhe genießen dabei. Wie viel Sex habe ich denn davon? Auch nur so 4,5. Ja gut. Sollte ich aber irgendwie mit auskommen. Irgendwie sollte das schon klappen. Da mache ich mir jetzt eigentlich nicht so den großen Kopf drum, dass ich da nachher zu wenig Materialien habe. Ich fange erstmal klein an. Gut, wir haben es jetzt schon mittlerweile. Wir haben, glaube ich, jetzt
über 140 Folgen schon. Oder sagen wir über 130 auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall sehr extrem. Ich habe sozusagen ein kleines Lob auch an mich, dass es doch so weit schon läuft und so weit geht. Kann ich eigentlich sozusagen den Hut vor mir ziehen, weil sonst gingen ja Projekte bei mir ja ziemlich kurz immer. Ist nun mal so.